Hey Leute, ich dachte, heute wird's mal wieder Zeit für eine Storytime. Diesmal geht's darum, dass ich einen Anruf von Das Supertalent bekommen habe. Die kennt ihr bestimmt alle aus dem Fernsehen. Und was die von mir verlangt haben, das war wirklich geisteskrank. Wie immer bin ich im Hintergrund am Essen, alle schminken sich immer bei Storytimes, ich esse halt im Hintergrund. Das ist irgend so ein Hähnchenstück gefüllt mit Kraut oder so irgendwie. Das Ganze ist noch gar nicht so lang her, vielleicht ungefähr 2 Monate. Ich war in Aschaffenburg mit meinen Kollegen Spybus und Sia am Chillen und auf einmal habe ich einen Anruf bekommen. Dann wurde mir gesagt, ja, wir sind die und die von Das Supertalent, von der und der Produktionsfirma. Ist ja auch egal, die haben mich dann gefragt, ob ich mal bei denen in der Show auftreten möchte. Ich hatte eigentlich an sich nichts dagegen, also habe ich gefragt, ja, was genau soll ich denn machen? Was ist denn mein Talent? Und dieser Typ am Telefon musste sich wirklich das Lachen verkneifen und dann hat er vollen Ernstes zu mir gesagt, ja, du könntest ja vor der Jury einfach essen. Ich so, wie essen? Er meinte, ja, ich soll mich einfach wirklich vor die Jury stellen und anfangen zu essen. Ich meinte dann ganz skeptisch, dass ich mir das Ganze überlegen muss. Ihr könnt es euch denken, ich bin dann natürlich nicht hingegangen.